Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem Video geht es um die Rasenpflege im Frühjahr. Ich bin jetzt einmal komplett durch hier mit meiner Rasenfläche, die ihr hier sehen könnt. Hier im Hintergrund könnt ihr auch noch sehen, was ich beim Vertikutieren rausgeholt habe. Ich zeige euch das mal kurz. Wir gehen da mal gemeinsam hin. Ich habe das hier so ein bisschen auch verteilt, dass das Unkraut hier nicht hochkommt. Und hier haben wir noch einen etwas größeren Haufen. Das eignet sich auch besonders gut zum Kompostieren. Und wie ist eigentlich die Vorgehensweise bei der Frühjahrspflege im Rasen? Womit fange ich an? Und ich möchte euch jetzt mal in einem Video sagen, wie ich das gemacht habe. Angefangen habe ich, indem ich erstmal den Rasen gekalkt habe. Dazu bieten sich auch die Wintermonate an. Wichtig ist immer, dass es relativ nass ist. Dann kann der Kalk halt auch gut in den Boden einziehen. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Ich verlinke euch nach und nach immer mal die Videos hier oben auch. Also mit dem Rasenkalken habe ich angefangen. Dann habe ich etwas abgewartet und den Rasen gemäht. Dann auch etwas kürzer gemäht, weil der nächste Schritt ist schon das Vertikutieren. Man sagt eigentlich immer, Vertikutieren erst nach dem zweiten Rasenschnitt. Nun muss man gucken, wie es von der Witterung her auch hinkommt. Ihr wisst, die globale Erwärmung. Wir haben jetzt im Februar dieses Jahr schon über 20 Grad gehabt. Und da kann man fast schon mal anfangen mit der Rasenpflege. Da kann man nicht viel verkehrt machen, vor allem wenn das Wetter dann auch tatsächlich so bleibt. Also ich habe dann den Rasen gemäht, danach vertikutiert, dazu habe ich auch ein Video, das kann ich euch auch gern hier einmal verlinken, wie man den Rasen vertikutiert. Und die Stellen, die dann im Rasen nicht mehr so schön waren, habe ich nachgesät mit Nachsaatrasen. Das zeige ich euch auch einmal in einem Video. Und zu guter Letzt habe ich dann den Rasen noch gedüngt. Hier scheiden sich auch immer die Geister. Wann dünge ich den Rasen? Ich habe jetzt einen Rasendünger genommen, der speziell für die Neuanlage oder Nachsaat auch da ist. Das heißt, direkt nach dem Aussehen der Rasensaat kann man diesen Dünger draufgeben. Manche Leute machen es aber auch so, dass sie im Prinzip mit dem Düngen anfangen, dann ein, zwei Wochen warten, Rasen abmähen und erst dann vertikutieren. Ich habe das auch schon so gemacht und muss sagen, es hat für mich jetzt keine signifikanten Unterschiede gegeben. Der Rasen hat beides gut vertragen. Macht es so, wie ihr die besten Erfahrungen gemacht habt, das würde ich euch jetzt nicht unbedingt vorschreiben wollen. Ich habe es jetzt halt dieses Jahr so gemacht und das wird auch funktionieren. Ist halt nicht das erste Mal. Und mit dem Düngen habe ich im Prinzip dann den Abschluss auch geschafft für meine Rasenpflege erstmal. Jetzt wird der Rasen erstmal ruhen. Das heißt, die neu ausgesäten Rasensamen sollen keimen und nachwachsen. Dabei achte ich natürlich drauf, wenn nicht gerade so ein Wetter ist wie heute, wo es doch etwas bedeckt ist und ab und zu auch mal regnet, dass ich natürlich den Rasen auch ausreichend bewässere. Wie man Rasen richtig bewässert, gerade in trockenen Zeiten, verlinke ich euch hier oben auch nochmal. Und ja, im Prinzip ist es das eigentlich jetzt erstmal mit der Rasenpflege gewesen. Lasst den Rasen jetzt ein bisschen in Ruhe, wie gesagt, richtig bewässern. Und wenn er sich dann erholt hat und schön nachgewachsen ist, dann können wir den Rasen auch wieder mähen. Ja, das war's mit dem Video Rasenpflege im Frühjahr. Ich mache dazu auch eine Playlist, da packe ich alle Videos, die ich gerade genannt habe, nochmal rein. Dann könnt ihr euch das hintereinander gern anschauen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt es mir noch mit einem Daumen nach oben. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!